Und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, wir machen weiter im Flugzeug. Leon, Helena, hören Sie mich? Mit dem Druckschutz stimmt irgendetwas nicht. Gehen Sie nach hinten und finden Sie heraus, was los ist. Das Ding fliegt jetzt von alleine, oder was? Ihr werdet alle sterben, haltet euch bereit. Die Zombies sind schon unter uns, ja bald ist es soweit. Ich gehe jetzt mal hier lang und gucke nach dem BOW. Oh, 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 das tut ja gar nicht weh. Ich kann keinen Crowd mitnehmen, so eine Scheiße. Au. Ui, Geschenke. Nehme ich noch mit. Ist hier auch noch was drin? So, Helena, ich mach mal hier. Uff, vielleicht schon was Menster hinter. Hier kommst du mit oder machst du ein Tänzchen? Oh Gott. Da, 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 da. Wie, was jetzt? Setz die Luke auf, oder was? Das war gerade noch rechtzeitig. Hallöchen, du hässliches Vieh! Versprüht dasselbe Gas! Wir müssen es loswerden! Öffnen wir die Luke! Da ist die Steuerung! Helena, du musst das Vieh im Schach halten! Aber was machst du denn da, Helena? Ich muss hier kurz das Ding aufbrechen. Aber du hast ja alles im Griff. Ich verstehe das schon. Sehr gut. Jetzt mal die Frage, bist du eigentlich komplett dämlich oder was? Lass mal mit Luke zumachen, danke. Ist ja doch nicht allzu blöd, oder? Junge, Junge, Junge. So, verhindern Sie, dass das Flugzeug abstürzt. Gehen Sie zum Cockpit. Helena, wir müssen weg. Helena. Helena, wir müssen weg. Ey, guck mal hier, was hier ist. Ich hab da was gesichtet. So, wo geht's lang? Hier geht's nicht lang, da geht's lang. Ich flieg immer, es sind schon 1000 Zombies jetzt hier. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Wo ist mein Skorpion? Die Klapperschlange. Laden wir mal nach. So. So. Fertig? So, geht doch. So, ja, wie? Mist, wir sind zu spät. Ja.
Lässt es doch, dann kommt da wenigstens kein Zombie groß durch. Junge, wer fliegt? Ach, da fliegt ja keiner. Was macht ihr hier oben? Wie geil. So eine Scheiße, ein bisschen was noch kaputt. Beim Öffnen der Luke wurde das Flugzeug durch den Druckverlust destabilisiert. Leon, Sie müssen die Steuerung übernehmen. Ich habe befürchtet, dass Sie das sagen. Mache ich. Ich fliege. Endlich hat sich der Flugsimulator belohnt. Also gut. Schalten Sie von Autopilot um auf manuelle Steuerung. Dann drücken Sie den dritten Knopf in der vierten Reihe am oberen Panel. Hat's geklappt? Es ist nichts passiert. Nochmal. Okay, jetzt ziehen Sie den Hebel zu Ihrer Rechten. Okay. Helena, Zombies, ich fliege! Los, komm schon! Das sieht schon mal gut aus. Leon, Schub, ziehen Sie hoch! Wie viele Hebel braucht man, um das Ding zu fliegen? Komm schon, es ist fast geschafft. Guck mal, geht doch. Sherry, was machen Sie denn hier? Ich gebe Personenschutz. Ja. Sie sind ja jetzt Agentin. Warum sind Sie hier? Ich verfolge den Mann hinter all dem. Den obersten Sicherheitsberater Simmons. Was? Sie müssen sich irren. Ich arbeite für Simmons. Er ist Ihr Vorgesetzter? Wir wollen uns jetzt mit ihm treffen. Wo ist er? Ich muss es wissen. Hey, hey. Ich regle das. Ich dachte, du solltest Kontakt vermeiden. Jeglichen Kontakt. Leon ist nicht irgendwer. Er hat mich in Raccoon City gerettet. Also gut. Vorsicht! Ex-Freundin, die einfach nicht weiß, wann Schluss ist. Kommt mir bekannt vor. Man gewöhnt sich dran. Achte auf deinen Arm! Willy Wonka? Okay.
Mach's gut. Tschüss. Glaubt uns, den Kerl kann man nicht vernichten. Verschwinden wir endlich. Das hätte ich runter. Da hätte ich. Schade, das habe ich zu spät gesehen. Habe ich hier was zum Nachladen? Nein, habe ich nicht. Aber ich die hier. Okay. Ich weiß, was ich tue. Irgendwie ja nicht. Sind Sie okay? Im Vergleich zu Raccoon City ist das ein Spaziergang, oder? Verstehen, was damals passiert ist. Los, wir müssen zurück. Sie brauchen unsere Hilfe. Ja, wo lang? Sherry, das ist hier die Frage. Roger. Ja, wir schieben mal. Ach nee, wo schieben wir nicht? Wir heben nur die Klappe. Ich glaube, das geht. Sherry, okay. Gehen Sie ans Steuer. Klar. Wir fahren einfach mal mit dem Bus. Das ist eine Idee. Oh. Okay, Bewegung. Roger! Roger! Wieso stirbt er denn nicht? Hört sie bloß auf! Aber vielleicht können wir ihn zu viel erledigen. Komm ich hier hoch? Was macht er jetzt? Er braucht wieder den Greifer dran. Hat er Platz dabei? Das muss man ihm lassen. Er ist vorbereitet. Hallo, ich wollte da gerne mal ran. Wie gesagt, er stirbt nicht. Ich hatte gehofft, Sie übertreiben. Leider nicht. Trotzdem sollten wir Sie nicht zu leicht machen. Oder was? Bis wir dort eintreffen, müssen Sie... Ob Sie zurechtkommen werden? Hoffen wir, dass dieser Jake so gut ist, wie er glaubt zu sein. Ja, hören Sie mich? Ja, Schnecke, ich höre dich. Was läuft? Hannigan?
Ach, wir haben seit dem Absturz nichts von Ihnen gehört. Noch vor einer Minute habe ich keine Antwort von Ihnen bekommen. Das Gebäude, von dem Agent Birkin gesprochen hat, ist nicht weit. Bleiben Sie auf der Route, okay? Verstanden. Danke. Ja, also ich bin ein bisschen hier überfragt, ja. Was ist das für ein Kackvieh? Wo kommt das her? Ich meine, gut, das werden wir erfahren, wenn wir die Jake- oder Sherry-Episode spielen. Okay. Es gibt ja hier noch mehrere Kampagnen. Das ist ja das ganze Problem bei Resident Evil 6. Deshalb dauert das ja auch immer so lange, das Spiel. Sherry hat gesagt, dass sie Simmons im Kunlun-Building treffen wird. Zunächst einmal müssen sie sich einen Weg durch den Markt vor ihnen bahnen. Helena, sammel ein, es gibt heute Hähnchen. Hier lang. Was war das? Nur ein Zombie, der hatte Hunger. Ärger. Der Riegel ist auf der anderen Seite. Ja, und wir können nicht dazwischen durchfassen und das Ding hochheben, oder was? Na ja, gut. Dann ist das so. Oh, super. Drei einzelne Schlösser. Oh Mann. Na gut. Finden wir heraus, wie man sie öffnet. Was ist denn das für ein Scheiß? Was zur Hölle? Vermutlich hat sich deshalb die ganze Straße verschanzt. Die Bewohner wollten ihn abwehren. Erstmal was anderes. Das ist ein neuer Trick. Wenn wir so weitermachen, geht uns die Munition aus. Das funktioniert. Wir springen es einfach in die Luft. Achtung. Ja. Na gut. 39, 30 nehmen wir S10. Dein Ernst, da liegt der Schlüssel, Alter. Da, da, nehmen wir einfach mal den Hebel, der da ist. Man folge immer. Sehen Sie, ein Schlüssel. Fehlen uns noch zwei. Der Riegel ist auf der anderen Seite. Ja, okay.
Der Riegel ist auf der anderen Seite. Oh ja, der Riegel ist auf der anderen Seite. Der Riegel ist in meinem Hintern. Der Riegel ist auf der anderen Seite. Hier ist Ende, das heißt, wir müssen irgendwie dazwischen drin kommen. Ich weiß aber nicht wie. Das ist. Das Ding kalbt ja auch vor sich hin, Alter. Oder so? Er sagt da lang. Dann sagt er da lang, ja. Ich will auch nicht zum Hauptziel, ich muss zum Nebenziel. Nee, er sagt doch da lang. Das hilft uns ja doch. Wie kann ich schon mal aufmachen? Noch ein Schlüssel. Fehlt nur noch einer. Hier kommen schon zwei hier, oder was? Das ist super, dass das geht. Dann weiß man wenigstens, wo man lang muss. Roger. Da ist sie, okay. Und jetzt können wir hier mal aufmachen. Mir nach. Okay.
Jetzt verschwinden wir von hier. Ja, das ist ganz cool, dass wenn man Q drückt, dann man dann auch Hilfe bekommt. Das ist super. So. Okay. Ich wollte es gerade sagen. Oh, ich hab's verkackt. Sieht alles sicher aus. Ich glaube, davon erholt sich's nicht. Schnell. Nicht, dass wir Simmons verpassen. Wie krass. Nee, voll verkackt. Ich war gerade so, okay. So, wow, ich kann den da reinschubsen. Du musst aber die linke Maustaste drücken. Ja, jetzt zu spät. Ada. Folgen wir ihr. Was zur Hölle geht hier vor? Ja, das würde ich auch gern wissen, was hier vorgeht. Aber ich würde sagen, wir beenden jetzt erstmal diese Folge und machen in der nächsten Folge an dieser Stelle weiter. Das passt sich nämlich gerade ganz gut. Ein kleiner Cut ist immer gut, auch wenn er ein bisschen früh kommt, aber auf diese eine Minute können wir verzichten. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!